Hallo, grüßt euch. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir machen heute wieder ein bisschen Wintersport. Ich lade euch ein zum Eislaufen, zum Eistanzen mit dem Schlittschuhläuferwalzer. Wir beginnen mit dem rechten Fuß mit einer Wiege rechts drauf und verzögerter Nachstellschritt ganz nach rechts. Das gleiche nach links, Wiege und drauf. Und Nachstellschritt nach links. Weiter geht's nach vor mit einem Vorpendel, Rückpendel und verzögerter Nachstellschritt ganz nach vor mit rechts. Und dann wieder Rückpendel, Vorpendel und nur einen Schritt zurück und rechts schließt, weil wir jetzt den linken Fuß frei brauchen, weil alles nach links beginnt. Links die Wiege. Wiege nach links und ganz nach links und rechts die Wiege und ganz nach rechts, links vor. Vor- und Rückpendel, ganz nach vor und Rückpendel, Vorpendel und einen Schritt und links schließt, der rechte ist wieder frei. Das ist schon der erste Teil. Wir machen weiter mit einem zweiten Teil. Der beginnt mit einem Karree. Karree, die erste Seite dieses Vierecks, ist wieder ein verzögerter Nachstellschritt nach rechts. Nachstellschritt, zwei Schritte vor und Nachstellschritt nach links und zwei Schritte rück. Dann geht es weiter mit noch einem Karree, das aber noch rückwärts geht, mit Seit und Seit, zwei Schritte rück und Seit und Seit. Zwei Schritte vor. Dann geht es weiter wieder mit einem Vorpendel, Rückpendel. Rechter Fuß beginnt, Vorpendel, Rückpendel. Dann noch einmal dieses Vorpendel, aber mit einer halben Drehung nach rechts mit dem Schwung und Rückpendel. Vorpendel mit Drehen und Rückpendel. Das gleiche nochmal in die andere Richtung. Vorpendel, Rückpendel und Vordrehen und Rückpendel. Und zum Abschluss dieses zweiten Teils eine Prinzenrolle, die passt immer recht gut in den Walzer. Wir gehen auf einem Kreis vor uns mit vier verzögerten Nachstellschritten rundherum. Im Uhrzeigersinn, Blick geht immer nach vorne. Rechter Fuß beginnt. Erstes Mal und zweites Mal im Kreis und weiter die Rolle und wir sind wieder rundherum. Der zweite Teil ist auch fertig. Zum Ablauf, der erste Durchgang der Musik ist genauso, wie wir es jetzt geübt haben, erster Teil, zweiter Teil. Dann kommt wieder der erste Teil, allerdings nur der Teil mit dem rechten Fuß. Das heißt, wir beenden den dann, wenn wir da gemacht haben, Vorpendel, Rückpendel, Vor- und Rückpendel, Vorpendel, auch mit einem verzögerten Nachstellschritt, weil wir brauchen jetzt den Fuß nicht wechseln. Rück und Rück. Dann kommt ganz normal der zweite Teil, wie wir geübt haben, beginnend mit dem Karree, aber dieser zweite Teil zweimal. Also, wenn der zweite Teil das zweite Mal kommt, macht man zweimal. Dann kommt wieder ganz normal der erste Teil, wieder rechts und links Teil. Und dann kommt noch der Schluss. Da gehen wir einfach eine Runde mit Gehschritten, passen uns an die Musik an, bei mir sind es ungefähr 12. Einfach rundherum gehen, man hört das recht gut, die Musik ist jetzt ganz anders, man passt sich im Tempo an und dann, wer will, noch eine Abschlusspirouette mit so vielen Drehungen, wie man will und die Musik ist zu Ende, der Schlittschuhläufer-Walzer ist fertig. Ich wünsche euch recht viel Freude und Spaß beim Mittanzen. Rechts,
Kabel rück. Vorpendel. Mit Drehung. Prinzenrolle. Wiege. Dankeschön. Schön, was mit euch Eislaufen zu sein. Viel Spaß dabei.